ein Hexer! Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei The Witcher 2. Wir gehen jetzt dieses Mal in dieser Folge zu Soltan, der natürlich wichtige Informationen hat zu den Skoyatel. Eine Sache lässt mir keine. Und die letzte Folge war ja übel genug, wenn ich so überlegen muss. Was ist ein Hexer eigentlich? Und ich vermute, Soltan ist wohl hier in der Taverne. Wieso denn Kartoffeln? Ich hoffe es. Und Triss sitzt hier auch schon, mit der wir in der letzten Episode, in der letzten Folge eine schöne Atmosphäre hatten, im schönen Becken. War ein bisschen erotisch, aber es ging. Und da hinten steht auch schon, oder sitzt schon unser Soltan. Seht der mal, ehemalige Krieger. Zeichen, oh Wunder. Ich muss Jorvet sprechen, vielleicht hat er ja natürlich irgendeine Ahnung. Soltan, ich habe eine Bitte an dich. Raus damit! Ich habe gehört, dass du die hiesigen Skoyatel kennst. Hat er seinen Hohlkopf mit Helm etwa so behauptet? Ich muss Jorvet sprechen. Meine Beziehung zu den Skoyatel ist etwas komplizierter, als du denkst. Jorvet kann mich nicht leiden. Wieso willst du ihn sprechen? Er weiß, wo der Königsmörder ist. Jorvet? Ich habe ihn immer für einen gewöhnlichen Schurken gehalten. Sitzen wir uns hier nicht den Arsch platt. Den Rest erzählst du mir unterwegs. Der Königsmörder, Volke Soltan. Für uns, Soltan. Wer hat eigentlich behauptet, dass ich Kontakte zu den Skoyatel habe? Loredo. Scheiße. Deshalb wollte er dich aufhängen? Wegen Ränke mit den Eichhörnchen? Alle Teufel, welche Ränke? Ich habe mich mit einigen getroffen, das sind doch keine Ränke. Was weißt du über den Anführer? Es heißt, Jorvet sei verrückt, aber die Skoyatel gehorchen ihm wie der eigenen Mutter. Der Hurensohn weiß, was er will. Hoffentlich sagt er es mir auch. Ich sage dir, Loredo ist der üblere Drecksack von beiden. Weil er dich aufknüpfen wollte? Er wiegelt die Einwohner gegen die Anderlinge auf. Es geht das Gerücht, dass er etwas mit dem Königreich von Kaedwyn ausheckt. Worauf spekuliert er? Mammon, Kaedwyn verleibt sich gerne die nächsten Ländereien ein und gibt Loredo Privilegien. Komm, wir haben noch ein ordentliches Stück Weg. Oh, Backe. Das kann ja was werden, kleiner Mann. Der Zwerg, der ehemalige Krieger, Soltan von Chive. Finde ich irgendwie cool, auch wenn seine Freundin Schluss gemacht hat. Etwa durch den Wald? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich zieh schon mal mein Schwert. Wer weiß, was hier gleich noch passieren kann. Wir müssen tief hinein in den Wald. Hoffentlich haben sie die Losung nicht geändert. Du kennst das Losungswort? Was spielst du da, Soltan? Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Ja, aber die Skoyatel haben mir die Führung eines Kommandos angetragen. Oh mein Ihr Gott. Lernt es wohl nie. Nächster, du blöder Krieger. Okay, können wir? Oder kommen hier noch Gegner? Och, da hinten. Och ja, Mietz. Verbrenn in der Hölle. Du Drecksviech. Wohin jetzt? Da kommen ja noch wieder Gegner hier. Unglaublich. Boah. Kein Wunder, dass Loredo dich aufhängen wollte. Ich habe... Wir sind da. Hier habe ich mich mit ihnen getroffen. Ich weiß. Sie zielen auf uns. Wie? Also Geralt, du bist ja wachsam wie ein Kranich, aber jetzt übertreibst du. Sag die Losung. Wem? Beeil dich, sie sind ungeduldig. Kierkegaard! Brüll nicht so. Was sucht ihr hier? Gegenlosung. Heidegger, ich hab dich was gefragt. Bring uns zu Jorvet. Wozu? Wollten wir mit dir sprechen, würden wir nicht nach deinem Anführer fragen. Der will aber nicht mit euch sprechen. Das kannst du gar nicht wissen. Verschwindet, solange ihr könnt. Ihr zwei wollt uns erschrecken? Da sitzen noch vier auf dem Baum. Wie kannst du das wissen? Ich höre sie atmen. Einer von ihnen ist krank oder hat Fistech genommen. Woher weißt du das?
Er pfeift beim Luftholen. Na, da sinken euch wohl die Elfenpinsel um. Wir wollen nur mit Jorvet reden. Wartet auf der Lichtung. Du weißt schon wo, Zwerg. Ich leite die Nachricht an Jorvet weiter. Ach, mach doch, was du willst. Komm, Geralt. Ich weiß, was die Pinsel da im Schilde führen. Ich war schon mal hier. Wovon sprichst du? Das ist... Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Shit. Okay, wohin geht's jetzt? Folge Soltan. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Was war das gerade bitte wieder für eine Drecksfalle auf dem Boden? Und ich verstehe die Fallen hier nicht. Die machen gar kein Damage bei mir anscheinend. Aber interessant. Und Alter, wieder. Und scheinbar geht der Weg wohl irgendwo nach oben. In die Höhen. Und die Wege kenne ich ehrlich gesagt nicht. Denn der Wald ist kompliziert. Wir sind da. Dort unten wütet dieses Ekelzeug. Genau da, wo wir auf Jorvet warten sollen. Eben. Was machen wir? Ich habe lange mit keiner Krabbspinne gekämpft. Ich noch nie, verdammt nochmal. Und das bereue ich gar nicht. Dann warte auf mich. Hältst du mich für einen Schlappschwanz? Oh. Ja, dann sollte ich am besten mal runter. Gegen das große Monster wohl kämpfen, das hier sich irgendwo befinden soll. Doch die Frage ist allerdings, wie ich da runterkomme. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Ah, ich verstehe. Töte die Krabbenspinne. Oh. Ich glaube, wir kriegen ganz schön großen Besuch hier gleich. Von dieser Stelle haben die Elfen gesprochen. Aber was sich da nähert, das ist kein Elf. Kümmer du dich drum, Geralt. Ungeheuer sind nicht mein Spezialgebiet. Haha, ich soll kämpfen? Alles klar, kein Problem. Dann wollen wir mal. Nimm das, du Drecksmonster, du Krabbspinne. Bam. Und nochmal. Attacke. Und nochmal. Stirb. Das war's? Das war ja einfach. Nette Vorstellung, Gwynblade. So viel Mühe machst du dir, obwohl dich ein ungleicher Kampf und der sichere Tod erwarten. Und das aus deinem Mund. Was willst du von mir, Fatgern? Red schnell, bevor ich euch beide töte. Der Anführer des Goyatel. Leto will dich töten, selbstverständlich. Und ich bezichtige jetzt ihn nicht als Mörder, denn jetzt habe ich Einfluss auf die Handlung, die im Nachhinein des Spieles definitiv eine ganz besondere Rolle spielen werden. Leto hat dich verraten. Er wollte sich mit deinem Gefährten Kiaran verständigen. Kiaran Ep Esnilen ist tot. Seine Krieger sind vor 2 Wochen in einem Hinterhalt gefallen. Lügen haben kurze Beine, Gwynblade. Auf der Barke ist er. Verwundet, aber am Leben. Er hat sich Leto widersetzt und seine Abteilung hat dafür teuer bezahlt. Wenn das wahr ist, wird der Deune sterben. Dein Wort allein genügt mir aber nicht. Was wirst du mit Leto tun? Das ist natürlich eine gute Frage. Was denn? Du vertraust diesem Mörder weiter? Wenn du mich anlügst. Wenn ich lüge, hat Kiaran auch gelogen. Also prüfen wir das. Mal sehen, was Leto zu deinen Enthüllungen sagt. Wo ist er? In den Ruinen von Kalmaret. Was immer er da treibt, er scheint den Ort zu mögen. Das Kommando gibt uns Deckung. Seid ihr bereit? Oh, Backe.
Wofür kämpfst du wirklich? Das ist natürlich die entscheidende Frage, aber wir wissen ja, dass er eher der Typ ist, der für die Freiheit kämpft, aber gar nicht weiß, mit wem er sich da wirklich anlegt. Und das werde ich trotzdem fragen. Was willst du eigentlich, Jorvet? Das kannst du nicht verstehen. Du hockst in den Wäldern, ermordest Reisigsammler, kaust Wurzeln. Wir leben nach unseren eigenen Prinzipien. Wir tun, was wir tun müssen. Der Kommandeur. Was für ein Ziel ist das? Was erwartet dich am Ende des Weges? Geralt, was geht's dich an? Eshet Fatgern, du hast alles Eb Arze. Ich hab nicht alles Eb Arze. Mein Leben hängt gerade von deiner Laune ab. Drum bin ich neugierig. Nur so viel. Die beiden Könige, die getötet wurden, waren zwei ausgemachte Hurenböcke, die noch das Todesurteil ihrer Kinder unterschrieben hätten, um an der Macht zu bleiben. Aber im Osten gibt es jemanden, der die Krone verdient. Wer ist das? Warum gerade König Foltest? Aber wir könnten natürlich auch fragen, auch in Flotsam leben Anderlinge, das muss man auch mal sagen. Aber was verbindet dich mit dem Königsmörder? Mit dem wahren Königsmörder? Der gedungene Mörder hat sich also als Verräter entpuppt. Vorläufig steht nur sein Wort gegen deins. Wer ist er, dass du ihm so blind vertraust? Ein Deune, der die schmutzigen Angelegenheiten der Skoyatell erledigt? Einer, der bereit war zu tun, was zu tun ist. Einer, der gezeigt hat, dass niemand unverwundbar ist. Oh, Backe. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, dass auch Freunde von ihm vielleicht in Flotsam leben. Vielleicht kann man ihn dadurch einschüchtern. Du überfällst und ermordest die Bewohner von Flotsam und vergisst dabei, dass unter ihnen Elfen und Zwerge leben. Leben. Sie haben ihnen die Selbstachtung genommen, ihnen befohlen, nach Menschengesetz zu leben und zu sterben. Sie sind viel eher Deune als du, Geralt. Und ich denke mal, Deune bedeutet etwas wie Abtrünniger hier in dieser Situation. Warum wolltest du Foltests Tod? Foltest konnte den bezaubernden Menschen mimen. Doch wer war er wirklich? Er ließ zu, dass die alten Rassen in Temerien verfolgt wurden. Er war wie alle Deune. Doch bedeutet sein Tod viel mehr. Oh, Backe. Machen wir uns auf den Weg. Das ist natürlich das Beste gewesen. Oder ich muss mich vorbereiten. Eins von beiden. Aber wir machen uns erstmal natürlich auf den Weg. Verlieren wir keine Zeit. Wohin geht der Weg? Spielen wir Theater. Sag Leto, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung, wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Leto nicht einfach zu gestehen? Eid Feilmuen, Hirje Tenverde. Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit? Genau, gehen wir. Sei vorsichtig, Leto ist unglaublich schnell. Oh oh. Ich spüre Böses auf uns zukommen. Geralt von Riva, was suchst du hier? Ich komme, um zu verhandeln. Jorvet, der Waldfuchs, hat sich tatsächlich greifen lassen. Ich hab dich unterschätzt. Oh Mann, jetzt können wir natürlich Fragen stellen, aber wir werden direkt frontal losgehen. Du hast Foltest ermordet, da kannst du dich nicht herauswinden. Der Einzige, der gesehen hat, wie er starb, bist du. Da kannst du dich nicht herauswinden. Genug, ihr Scherzt, mach mich los! Oh, Backe, du wirst dich für den Königsmord verantworten.
Du hast Foltest ermordet. Da kannst du dich nicht herauswinden. Der Einzige, der gesehen hat, wie er starb, bist du. Da kannst du dich nicht herauswinden. Oh mein Gott, das hatten wir ja natürlich schon gefragt. Aber wir können natürlich fragen, was ist eigentlich mit Jorvet? Oder mit Kiaran? Genau, das ist nämlich der Beweis. Kiaran Ebb Esnillen sagt, du willst Jorvet liquidieren. Und wenn? Weshalb solltest du mir helfen? Bloide Däune! Für wen arbeitest du? Oder warum tötest du überhaupt Könige? Das ist natürlich auch nochmal eine interessante Frage. Demavent, Foltest, wer noch? Wer seid ihr verdammt nochmal? Wir sind uns schon begegnet, Geralt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Das vergesse ich nie. Hast mir das Leben gerettet, weißer Wolf. Wir haben Schulter an Schulter gekämpft. Und jetzt kreuzen wir die Klingen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich Jorvet schon getötet hätte. Serret und Aegon werden in ihrem Blut ersaufen. Glaube ich kaum. Ehe die Skoyatel im Pontatal merken, dass du nicht mehr am Leben bist, haben meine Leute ihre Aufgabe erfüllt. Das ist nicht gut. Was verbindet dich mit Jorvet? Was tut ein Mensch in den Reihen der Skoyatel? Du kennst das Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Skoyatel sind meine Rachebrüder. Oh mein Gott. Der Typ ist richtig verrückt. Du hast Foltest ermordet. Da kannst du dich nicht herauswinden. Der Einzige, der gesehen hat, wie er starb, bist du. Da kannst du dich nicht herauswinden. Okay, das haben wir jetzt auch schon wieder gemacht. Ich dachte, es würde jetzt einen Effekt haben. Serret und Aegon, wer sind sie? Königsmörder, denen die Skoyatel im Pontatal in Obereddern geholfen haben. Oh mein Gott. Sie. Selbstverständlich. Und jetzt kämpfen wir wohl. Möglicherweise. Wenn du es so siehst. Zieh! Genug mit der Farce! W3, Ende! Was treibst du da für ein Spiel? Eins, das du verloren hast. Oh mein Gott! Gib mir mein Schwert! Wir können jetzt natürlich... Wir müssen Roche helfen. Fass den Mörder! Ich muss dich töten. Versuch es. Ich bin kein König. Gott, nein. Eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Wie man kämpft, weißt du offenbar noch. Na sicher wissen wir das. Komm her! Warum verfolgst du mich so verlassen? Nixer! Sie denken, ich hätte Foltest getötet. Nixer! Ja, selbst schuld! Du hättest eben nicht so hart spielen sollen! Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst! Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Na, Glückwunsch! Du hättest aufgeben sollen, solange noch Zeit war. Du bist tot! Na, meinst du? Die Muskeln gehorchen dir doch! Das hat dir die wilde Jagd nicht nehmen! Assassinenkampf! Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten? Du ahnst ja nicht, wie viele bereitstanden und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Jorvets Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Hast uns gerettet. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Edirn teleportieren? Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Edirn.
Endlich bist du aufgewacht. Wo ist der Königsmörder? Geflohen. Und Jorvet? Den haben wir. Meine Leute bringen ihn nach Flotsam. Der Königsmörder könnte versuchen, ihn uns abzujagen. Das bezweifle ich. Er will Triss haben. Triss? Wieso? Ich habe ihn und die Elfen entzweit. Jetzt kommt er nicht mehr durch die Wälder. Später mehr. Ich muss zu Triss. Dann komm mit. Oh mein Gott. Das war ein guter Kampf. Erstmal natürlich mein Schwert hier aufheben. Was liegt denn hier noch, Mann? Das ist der Hammer, was hier abgegangen ist gerade. Solides Entermesser. Jetzt können wir natürlich gucken, welche Schwerter hier vor allem rumliegen. Aha. Wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Um Triss zu retten. Und da geht's dann richtig ab. Da bin ich 100% überzeugt von.